Moin Moin und hallo, willkommen zum neuen coolen Unboxing-Foto-Video von mir für euch. Heute habe ich hier Luxus-Stehlampe, Deckenfluter, Scheinwerfer für den Wohnraum von Globo in güldener Farbe. Da seht ihr die güldene Farbe. So, erstmal zur Verpackung. Ein kompakter Paketblock. Die Nummer ist 58305 von Globo. Da sehen wir die Maße. Höhe, 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 Breite, 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 alles abgebildet. Gut, da unten sehen wir noch ein paar Infos. Das drehen wir mal und ihr seht, auf der anderen Seite steht das Gleiche. Gut, dann sollten wir es jetzt mal öffnen. Kleines Messerchen, nicht so weit raus. Einmal hier einritzen. Einmal hier. Ja, auch nicht zu tief eindringen. Wenn wir zu tief eindringt, der könnte das Produkt beschädigen. Immer nur ein Sektor des Messers raus und danach die Klinge immer wieder einfahren. So, jetzt öffnen wir mal das Paket und schauen uns mal an, wie die schöne Lampe hier eingepackt ist. Wir sehen erstmal hier Styroporschutz. Das ist ja eigentlich ganz gut, auch wenn es jetzt nicht super umweltfreundlich ist. So, was haben wir hier? In Plastikfolie eingepackt. So ein, ich würde behaupten, das wird wohl, da kommen wohl die Füße rein, weil das so auseinander geht und hier wird man wohl die Höhe verstellen können, um dann die danach hochzufahren. Okay, erstmal zur Seite. Was haben wir noch? In den äußeren Bereich. Oh, was ist das hier? Energieausweis und Anleitung. Brauchen wir nicht. Ich mache euch ein Video. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie der Beschlagpaket oder wie das Beschlagpaket. Schauen wir mal rein. Und was sind das? Das sind solche, das werden die Füßchen sein, genau. Die sind pulverbeschichtet, man merkt das, man fühlt drüber, so in, was ist das, Schwarz. Ja, dieses leuchtende Schwarz, Anthrazit eher. Die sind hohl innen und davon haben wir den ganzen Haufen wie hier. So, auch alle mal dazu. Dann sind mal welche versteckt. So, die kann man also zusammenschrauben. Und dann hier Energieversorgung. Ich denke mal, die kann man nicht abziehen, oder? Ne, die geht in diese Lampe da oben rein. Auf der anderen Seite ist noch so ein Schalter. Hier ist der Kippschalter und da ist die Energieversorgung. So, was haben wir noch? Erstmal die Verpackungsfreunde an den Seiten entfernen. So. Und jetzt ist noch ein so ein Wok da drin. Und das ist die Lampe selber. Oh, ich habe noch was vergessen. Hier ist noch was. Ah, das wird die Lampenfassung. Also die Lampenfassung ist dort unten zu sehen. Aber das hier wird das Teil sein, was vor die Lampenfassung gehört. Und das bringt dann die Lampe, die ihr dann da einschraubt, dort, dazu, dass sie indirekt strahlt. Auf den Strahlkörper dahinter oder auf diesen Parabolspiegel, nenne ich ihn jetzt mal. Und dadurch gibt es dann so eine indirekte Beleuchtung von eurem Wohnraum. Das ist dann etwas weicher. So. Da, genau, richtig. Ja, das kommt gleich hier vor. Verstehe. Und da ist dann die Lampe drin, strahlt hier gegen und das ist dann sozusagen als Verteiler. Dann strahlt das dagegen und spread it out in den Bereich dieses güldenen, beschichteten Innenlebens der Lampe. Und ihr seht, die glitzert richtig. Das ist leider kein echtes Gold, aber sieht schon mal echt stylisch aus. Da kommt eine dicke Birne rein. Das ist Sockel E27. Die ist nicht im Lieferumfang enthalten. Eigentlich schade. Aber ich glaube, das ist gängige Praxis. So, dann haben wir hier noch so einen Schwenkarm, wo ja dann höchstwahrscheinlich auch der Fuß dran kommt. Ja, da. So, das heißt also, das Teil ist unten. Die Teile werden dann aneinander geschraubt
Ihr seht, da ist ein Gewinde. Und da, also da ist Innengewinde. Andere Seite, da ist Innengewinde. Und hier ist Außengewinde. Das heißt also, ihr könnt die zusammenschrauben. Da ist unten der Fuß. Also ihr könnt die zusammenschrauben. Lass mal sehen. 3, 6, 9. Das heißt also, wir haben drei Füße. Das heißt, ihr macht immer drei Stück aneinander. Dann kommt das Ende. Gehen wir jetzt mal davon aus, das ist das Ende. Das wird hier oben reingeschraubt. Und dann habt ihr, könnt ihr diese Mutti hier mit diesem Loch verschrauben. Wo haben wir es? Da, mit dem Loch. Das heißt, das lösen. Mutti da durch. Ne, der Bolzen da durch. Von Mutti oben verschrauben, festziehen. So, das heißt, unten habt ihr dann schon mal offen. Dann kommt hier die Lampe rein. Und das wird dann da oben drauf geschraubt. Da wird bestimmt so ein Konterteil sein. Genau. Das kontert ihr dann hiermit. Und dann anstecken und los. Super. Also, das ist... Von hinten habe ich es noch gar nicht gezeigt. Von hinten ist es auch in so einem dunklen Ton gehalten. Auch pulverbeschichtet. Sieht echt aus wie ein Wok. Aber von innen sieht es gülden aus. Echt cool. Ich mache jetzt noch ein separates Aufbauvideo, wie ihr das genau zusammenschraubt. Zeige ich euch gerne. Könnt ihr euch ja auch gerne noch angucken. Aber erklärt habe ich es ja in diesem Video auch schon. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.